So, einen wunderschönen guten Tag, ein neues Video bei uns aus dem Hause SPS. Es geht um eine Produktvorstellung. Wir haben den Alex mit dabei, mit seinem ND. Hallo. Und der hat, denke ich, was Feines, Interessantes für einige Leute, die sich was im Innenraum, im Tacho hübscher machen wollen und die mit dem Original nicht zufrieden sind. Würde ich sagen, legt der Alex jetzt gerade los. Hi, ich bin der Alex von RevCounter und ich würde euch gerne mal die neue Tachoscheibe zeigen. Die gibt es ja schön beim Fiat Abarth in fantastisch rot und bei uns im MX-5 ist das ja eigentlich relativ normal, Standard. Und es gibt diverse Scheiben, aber die haben mir vom Design ja nie gefallen und dann habe ich irgendwann beschlossen, nachdem ich wirklich alle durch hatte, dass ich das mal selber probiere. Und mir war halt wichtig, dass die Schriftart die gleiche ist. Also ich hab keinen Bock, da irgendwie drauf zu gucken und es ist eine andere Zahl als im Tachometer. Und deswegen ist das alles quasi immer in einer Schrift. Und mir war auch wichtig, dass es einfach alles zusammenpasst. Die Schwierigkeit ist, dass ND, ND2, ND1, 4, die haben alle andere Hintergründe. Und wir sind die Einzigen, die wirklich dann auch den roten Bereich bei 6,5 haben, bei 7,5. Bei 4, der hat gar keinen roten Bereich, da haben wir auch schön für 6,5 was rein. Ja, und dann sieht es einfach ein bisschen passender aus. Der Einbau ist super, super einfach. Da ist quasi überhaupt nichts zu tun. Ich würde sagen, selbst ein Ungeübter hat es in 10 Minuten drin. Ich bin jetzt ein bisschen schneller, aber wir würden euch das jetzt einfach mal ganz kurz und ganz schnell zeigen, wie man das quasi wirklich von Null startet. Also ich habe hier eine Scheibe in der Hand. Eine Scheibe habe ich schon eingebaut. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 7 Farben. 6 davon original Mazda-Töne. Natürlich alles möglich. Wird nur ein paar Design-Updates geben, weil viele wollen zum Beispiel keinen Shift-Indicator haben oder nur den eingelegten Gang und so weiter und so fort. Da ist immer ein bisschen überlegen, was wir machen. Aber ja, ich würde sagen, lass uns so einfach mal loslegen. Und ja, also hier ist einfach ganz normal alles eingebaut wie bisher. Man holt sich so ein Squeegee, kennt man ja vom Folieren, und geht hier vorsichtig hier oben rein. Aber hier rein, das ist nämlich das Einzige, was wir wirklich lösen müssen, ist dieses Teil. Das ziehen wir dann vorsichtig nach vorne. Das dürfte beim Erz knackt, also richtig durchaus ein bisschen Mut beweisen, alles gut. Dann haben wir das gelöst. Dann nehmen wir das Lenkrad und fahren es nach unten, um ein bisschen Platz zu machen. Am besten die Klinke auch alles runter. So, jetzt sind wir quasi schon fast da. Hier komme ich mit der Hand jetzt gut rein und ich sehe hier in der Mitte ist so ein kleiner roter Clip. Mhm. Und der hält dieses Ding in place, wie man so schön sagt. Und was ich jetzt machen muss, ist, das wird beim ersten Mal vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ansonsten sollte es gehen. Ich gehe hier mit dem Finger rein, hier, und ziehe das Ding nach vorne. Das will nicht gleich, aber irgendwann kommt es nach vorne. Dann ziehe ich hier vorne ein bisschen und dann habe ich es schon fast gelöst. Jetzt hängt es nur noch hier fest. Jetzt ziehe ich das Ding nach vorne und ziehe hier, gehe ich auch rein. Und jetzt habe ich das alles gelöst. Das heißt, das habe ich jetzt frei. Jetzt schiebe ich das hier nach hinten, das hier nach vorne und sehe schon hier, dieses Viereck wird von dem gehalten. Mhm. Das ziehe ich jetzt einfach so raus. Fast fertig. Einzige Hürde, die uns jetzt noch entgegenkommt, die immer ein bisschen fiddelig und nervig ist, ist, hier ist das Mikrofon. So, wir haben ein Kabel, was man hier von oben sehen kann vielleicht. Mhm. Hier, da ist das Mikrofon drin. Das ist so eine Nase, die Nase ist unten. Da müsst ihr also mit dem Finger auf diese Nase drauf. Hier drauf drücken. Und dann geht das aus dem Schuh raus. Und ab jetzt ist es quasi wirklich nur noch ganz vorsichtig übers Lenkrad ab. Zur Seite legen und fertig. Jetzt nur noch zwei Schräubchen. Eine rechts, eine links. Da ein bisschen aufpassen, dass ihr die nicht in den Fußraum werft, wenn ihr schraubt. Eine. Ich mache sie mal in die Mittelkonsole. Und zwei. Na komm. So. Auch die Schraube ist weg. So, jetzt die Unterscheidung. Für ein ND2 muss ich nicht viel machen. Für den ND2 bin ich jetzt quasi schon fertig. Hier oben, ich ziehe es jetzt mal ganz kurz raus, das müsst ihr nicht machen, aber ich will es euch nur ganz kurz zeigen. Rausziehen von der Tacho-Einheit geht so, zwei Finger hier nach hinten und dann einfach nur kräftig ziehen nach vorne, fertig. Auch wieder nur gesteckt.
damit man es besser sieht, mal ganz kurz hier immer aufpassen auf den Pinöppel hier, der, nicht, dass euch der abbricht. Diese Faceplate ist festgemacht mit diesen vier Nasen. Drei, vier. Was ihr machen müsst, ihr müsst ganz leicht nach unten drücken und leicht nach vorne schieben. Und hier leicht nach vorne schieben, da sieht es schon, es kommt nach vorne, vorne, vorne und fertig. Wenn ihr jetzt ein ND2 habt, gehen wir mal davon aus, dass das einfach schon alles noch drin ist. So, so ist es Serie, das heißt, ihr fahrt hier vorne rein, raus, raus, drückt da raus. Nehmt euch hier ein bisschen Zeit, keine Hektik, ihr wollt ja nichts abbrechen oder kaputt machen. Und dann habt ihr die Faceplate ab. So, für ein ND2 gehen wir jetzt hin und bauen die Tachoscheibe folgendermaßen aus. Hier ist eure Originale, die ist jetzt hier natürlich nicht mehr drin. Ihr nehmt die Scheibe und kippt sie nach oben vorne und dann könnt ihr die nach unten rausnehmen. Ich weiß nicht, ob du das gut siehst. Die ist fest und dann nehmt ihr die einfach ganz vorsichtig nach vorne, kippt sie schräg und könnt ihr nach unten rausgleiten lassen. Und dann habt ihr die Scheibe raus. Dann nehmen wir mal eine neue Scheibe. ND2, kein Problem. Das ist jetzt auch einer der Hauptunterschiede zwischen ND1, ND2 und Fiat. Beim ND1 ist der rote Bereich 6,5 hier auf diesem Backplate. Man sieht auch ein bisschen, die Backplate ist leider beweglich. Und deswegen auch gleich der Unterschied vom Einbau ND1, ND2. So, wir haben das jetzt rausgenommen. Hier ist der rote Bereich drin. Ich nehme die neue Scheibe und ich setze die einfach ganz vorsichtig hier unten schräg an und fahre nach oben. Ich muss also die Tachonadel gar nicht abmachen, bewegen oder irgendwie, sondern ich kann das ganz einfach von unten auf das Tachofeld aufschieben. Nochmal leicht schräg unten ran und dann setze ich das rein. ND1 hat die weißen Pins hier links unten und rechts oben. Der ND2 und der Fiat haben es meistens hier und hier drüben. Da hat man das Problem dann gar nicht, was wir für den ND1 Einbau haben. Genau. Aber beim ND1 machen wir es gleich nochmal anders. ND2 finishen wir jetzt. Fiat ist genau das gleiche. Das Ding sitzt, der rote Bereich ist automatisch dran. Ich nehme wieder die Faceplate, passe mit meinem Pin auf. Und auch bei der Faceplate hier, ich habe hier auch vier Nasen hier unten. Die vier Nasen gehen hier rein. Das heißt, ich nehme die jetzt vorsichtig, fahre den Pin durch das dafür vorgesehene Loch durch, setze unten an, dass unten in den entsprechenden Löchern die Nasen sitzen. Dann drücke ich die leicht an und dann fahre ich nur noch einmal hier oben. 1, 2, 3, 4 und unten fest und das war's schon. Einbau fertig. Jetzt kommt im Reverse nochmal die Tachohutze drauf, das machen wir aber gleich. Jetzt würde ich gerne nochmal zeigen, was beim ND1 anders ist. Einfach nur für Perfektionisten wie mich, weil mich hat es immer ein bisschen genervt. Jetzt würde ich mal ND1 machen. ND1 würde ich die ganze Tacho-Einheit ausbauen. Ich würde es machen, ich würde es nicht im Auto machen, ich würde es auf dem Küchentisch dann später bauen, aber wir können es auch so machen. Wie gesagt, Ausbau ganz einfach. Hier Finger hinten dran ein bisschen und dann ziehen, dann ist es vorne. Dann haben wir wieder ein Kabel, das ist aber sehr einfach. Das ist das Kabel zur Tacho-Einheit. Viele bauen die Batterie aus. Ich habe das Ding jetzt schon 20, 30 Mal ausgebaut. Es passiert nichts, kein Gewehr, aber ich habe es noch nie gemacht. Hier oben drauf drücken und das Kabel rausziehen. Ja. Und jetzt kann ich die komplette Tacho-Einheit einfach vorsichtig zur Seite nehmen und habe sie hier. So. Der Unterschied zum ND2 von ND1 ist, wir ziehen das wieder ab. Faceplate. So. Genau. Vorsichtig nach oben. So. Jetzt der rote Bereich von dem ND1 ist ja wie gesagt drauf gedrückt. Und jetzt seht ihr schon, hier ist super viel Spiel. Aber das Spiel ist einfach Factory schon von der Tacho Backplate. Und wir haben das ja sehr eng gefasst hinten, dass das schön durchscheint und ich hätte nicht gerne, dass der rote Bereich hier in dem äußeren Ring durchscheint. Und damit es nicht passiert, legt es einfach plan hin und justiert die Tachoscheibe so, dass sie genau passt, dass ihr hier oben keinen roten Rand mehr habt, sondern so meistens. Das, ihr könnt auch hier ein bisschen gegenarbeiten mit der Tachoplate, wie auch immer. Es ist eigentlich ist es wirklich nur minimal, was man macht, aber ich finde es nicht schön, deswegen mache ich das immer. Man legt es plan drauf
Jetzt sieht man wieder die Faceplate und legt unten auf, dass es passt. Und jetzt drücke ich das ganz gleichmäßig fest. Fertig. Das ist der einzige Unterschied. Also ND1 würde ich empfehlen, man baut es aus, guckt sich es von oben an, dass es genau stimmt. Und wenn ich jetzt auch genau gerade drauf schaue, sehe ich, dass einfach kein roter Bereich zu sehen ist. So. Reverse-Einbau, setzen wir seitlich wieder schön rein, passen auf den Pinöppel vorne auf, setzen es auf, dann wie gesagt Kabel reinstecken, Kabel rein, dann schön auflegen, die Anzeige leuchtet auch schon wieder und dann schön zurück. Es muss klacken, wie gesagt, alles nur für ND1. Für den ND2 steigen wir jetzt hier wieder ein, und für den Fiat genauso. Die Schrauben wieder hier rein. Gott sei Dank sind es ja nur zwei. Einmal Nummer 1 und Schraube Nummer 2. So. Und jetzt kommt auch schon die Hutze drauf. Jetzt wird es wieder ein bisschen frickelig. Hier schön übers Lenkrad führen, dann verkratzt ihr nichts und kommt nirgends dran. Wichtig ist, dass ihr das auf der rechten Seite zuerst macht. Ich zeige mal ganz kurz die Nasen von der Hutze. Hier ist eine Nase, hier auch und hier sind zwei. Und hier haben wir so Ösen. Und die Ösen, die müssen hier oben drauf. So, jetzt aber erstmal vorsichtig drüber stülpen. Und jetzt kommt zuallererst unser geliebtes Mikrokabel. Das stecken wir wieder rein. Wenn wir das drin haben, ist jetzt nur ganz wichtig, wie gesagt, Lenkrad immer schön unten lassen, dass wir zuerst das Kabel ein bisschen nach hinten, zuerst die Nase hier, das rechte rote, gehen wir mal aufs Detail, das muss in diese Öse rein. Hier ist diese Öse und hier ist die Nase und die Nase muss da rein. Wenn man es leicht nach vorne zieht, wie gesagt, ihr müsst nicht unendliche Gewalt anwenden, sondern einfach schön mit Gefühl ziehen, dann ist das okay, das seht ihr, dass aligned ist. Und jetzt müssen wir nur noch hier die ganzen Sachen so anpassen, dass es drin ist. Dann spürt es so ein bisschen. Jetzt sieht man schon, dass das fast aligned und dann einmal durchziehen, drücken und last but not least einmal hier. Fertig. Und das war's. Lenkrad wieder hoch. Gerade.